Würfeln oder. So, was erzählst du da? Nix. Jetzt ist die Kamera an. Beide stecken und ein Fiesel. So, soll ich ein Haar hinhalten? Geht's dann besser? Hinmalen. Haare hinmalen. Na, das geht nicht. Wobei, er ist ja recht jung, da bräuchte man jetzt eine Abby Lady, oder? Ja, was? Ein Damenhaarrasierer. Gibt's den nicht mehr, oder? Weil er mit dem Begriff nichts anfangen kann? Keine Ahnung. Ich glaube, da ist er noch zu unerfahren. Martin, ich bin ein frommes Lamm. Der Langhaarschneider für dich. Nur wenn du schläfst. Für die Damen. So ist es. Das habe ich aber auch schon mal schneller gesehen, du. Oh, das darf man nicht machen, gell? Ja, das kannst du schon machen. Kann man alles gegen dich verwenden. Okay. Schau. Da hat der Frank hat da Lichtlöcher gemacht. Mhm. Blitzlichtlöcher. Das ist ein besser Sicht. Ups, jetzt bin ich auch noch. So, wir werden ein Dester drinnen gelötet und dann verbarzt hier. Mit einem Hubba-Bubba oder Dester? Was ist das, ja? Das ist angelötet, dann mit einem Hubba-Bubba drüber und dann oben geknetet, oder? Ja, das langt doch. Da gibt es extra Formen. Ja, ich weiß schon. Aber ja, gibt's du weißt so? Schon, ja. Martin will was ein bisschen lästern. Hubba-Bubba, Apfel, sauer, oder? Sauer, grün. Ja, ja, immer sauer. Einfach. Weich kneten und dann rum. Sogar die Verbinder sind CRG-Farben. Ja. Das ist schlimm. Hast du schon zusammen? Ja, selbst. Und drin? Stresst mich halt nicht. Ey, wir sind doch nicht auf der Flucht hier. Das ist ein Modellflugplatz. Schlimm. Komm, lass die Kabel raushängen, dann werden die wenigstens aktiv gekühlt. Stimmt, das ist eigentlich Argument, ja. Dann? Der stört jetzt doch jetzt nicht. Ja. So, machst du schöne Kratzer rein. Dann mit dem Bolzen da. Ja, danke. Ey, das ist nicht jugendfrei, das Video. So, jetzt hat aber. Was denn eingeführt? Zeit? 2 Minuten 30. Ja, ja. Das hast du geschafft. Ich flipp sonst immer raus. Hm? Bist du ein schlechter Mensch. So, schau. Flaggerei Aerotape. Das Weiße. Ja. Mhm. Der ist sehr gut. Sonst fliegt zwar ein Flieger nach. Ich bleibe da Aerotape in Weiß. Und sie möchte mich bitte adoptieren. Bitte. Frank, ist das das neue Splitter-Design hier hinten? Oder? Frank, ist das das neue Splitter-Design hinten? Ja, 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 so, klar. Weißt du, die Aufkleber von den Windschutzscheiben mit Loch. Man sieht das jetzt da leider nicht. Ich bräuchte einen Lämpler oder die Sonne. So. Es arbeitet Dekolleté. Du musst noch arbeiten an deinem Arbeiter-Dekolleté. Ja, ja. So geht das nicht. Der Handschuh hängt schon raus. Moment. Moment. Der Handschuh muss eigentlich. Wo muss er denn hin? Was soll uns das jetzt wieder sagen? Wenn man von dir hört. Aber jetzt bist du draußen. So, hier sehen Sie Modellsport. Und der Fußexpander. Das ist ein Trainingsgerät. Es macht stramme Waden und die Achillesferse wird gedehnt. An dieser Stelle noch einmal muss ich entschuldigen, heute habe ich einen leichten Zappelphilipp in der Hand. Ich hoffe, das gleicht die Kamera aus, ja? Was? Hast du Angst, dass der nicht fest ist? Ja. So, die
Achillesferse ist ausgiebig gedehnt worden. Die orthopädischen Momente sind beendet. So, was machen die da? Kuscheln die noch oder schauen sich die Öse an? Ich habe keine Ahnung. Kann man das erkennen? Ach, den gordischen Knoten entwirren die. Der Wahnsinn. Aber sie haben es nicht auf der Alexander-Methode ausgemacht, sondern sie haben ihn wirklich entknotet. Also kein Schwert und nix, keine Gewalt war da im Spiel. Total lieb. Schafft er das? Ich weiß es nicht. Jetzt rupft er noch dran. Jetzt rupft es vorne raus. So. Jetzt könnte es langsam losgehen. Dann bleiben wir auf dem Segler. Das, was da so diesig heute ist, ist Sahara-Staub. Da könnt ihr dann auch im Kalender mal nachschauen, wie lange das dauert, bis der Martin was hochlädt. Es blinkt und blitzt am Flieger. Der Pilot strahlt von einem Ohr zum anderen. Der Fokus legt sich auf die Maule fest. Und es ist schon ausgeklingt. Die Diana 2 von CRG mit Blinklichtler. Ich zoome mal zurück, dass man das aus Sicht, dass das eine gewisse Höhe ist. Und da ist der Zoom weg. Ja, der Fokus. Schnell noch die Maulelandung. Dass wir das auch in Nahaufnahme haben, wenn die Leine am Weghänger bleibt. Na, das war mindestens Mittwoch, glaube ich.
Ja, klassische Frankie-Landung. Sorry, Frank. Wink und Blink war das. Jetzt muss ich umsteigen. Schlucker die Leine.
5 Stück durch. Und der größte Teil von der Rohrgerade und nochmal hoch, wa? Ja, kann ich machen. Dann bist du aber du in jedes Zeit dran. Das ist jetzt noch eine Einstellung. Ja. Und dann ist es nur noch vor. Sag mal, was basteln ihr da schon wieder? Ist das autorisiert? Ha? Ist das autorisiert? Bleib bei Aerotape. Ja, na, ich meine CRG autorisiert. Nein. Das ist Privatarbeit. Loch. Löchli. Was machen die da schon wieder? Fleibereihe Aerotape neu. Mhm. Ja. Und, ach komm, die eine Schraube kannst du weglassen, die vordere, die hat überhaupt keine Tragkraft. Das kippt dann nach hinten weg im Flug. Automatik, Tiefe. Luftbremse. Ja. Im richtigen Moment natürlich. Ja. Ausschließlich. Du, Martin, was ist denn eigentlich mit deinem Juno? Mit meinem Juno? Was ist denn da los? Ja, was der hat eine Baumlandung gehabt. Das ist schlechte Qualität gewesen in den Flügeln. Also wie ein paar so Gummi-Äste, hätte er vorne die Nasenleiste nicht aufplatzen dürfen. Die haben irgendwie die Mumpe vergessen. Liegt der schon wieder? Nee, der hat noch keine Zeit. Ich musste mich jetzt erst mit der Kamera beschäftigen. Ach, der befasst sich wichtiger. Jetzt noch mit dem Sterben. Das war viel wichtiger. Das ist voll unfair, wenn der mir hier mit meinem Schmerzthema kommt. Juno. Also falls irgendjemand irgendwo noch Tragflächen rumliegen hat, welcher mir auch vom, was ist das? Tomcat Evo genau. Die ja, würden glaube ich auch passen. So ähnlich. Aber es ist viel wichtiger, was du da jetzt machst mit der Schrauben. Und nee, wir haben ja jetzt ein wenig die EBD verändert. Wo sind denn da die anderen Schrauben? Tja, steckt. Das ist bloß so ein Deckel oben mit einer Schraube. Ja. Die sind fort. Hinfurt. Du stehst schon wieder im Schatten, ey. Das ist total. Wir brauchen hier noch irgendwie so Sonnensegel, weißt du, so Reflektoren. Das eh dass das professioneller wird. Sonnensegel? Dass ihr einen goldenen Touch habt. Das, so wie es eben euch angemessen ist, gell. Ja schön, dass aber die Lämpler sieht man total gut, ne? Aber nicht ausgeschaltet. Die was? Also die Lämpler sieht man ja perfekt. Ich hoffe, dass du deine Kamera nicht kaputt machst. Ja, das ist, schmilzt der Sensor raus. Ach, du meinst das? Oh ja. Ah, ja, ja. So. Also ganz speziell das, wo ist das Lämpler? Da, das da. Passt bei dem heutigen Wetter perfekt, oder? Das ist ideal. Trägt zur Sichtbarkeit wahnsinnig bei. Ja, und in Österreich Pflicht. Echt? Ja. In den Bergen ist es in Österreich Pflicht. So, haben wir jetzt da drinnen nochmal aufgeräumt. Das schaut immer noch
wüst wie bei Fleibreihe aus. Das ist. Schaut doch aufgeräumt aus, oder Nico? Schau mal, ist doch aufgeräumt, oder? Also, tu mal die Hände weg. Nein! Mach mal die Kamera aus. Nö. Bleibst du wegen da so da stehen? Hast du das gesehen? Martin hat zu viel gesehen, wir müssen ihn entsorgen. Ich werde den heutigen Tag nicht überleben und der Speicherchip mit Kamera wird dreimal verbrannt. Ja, bei mindestens 1500 Grad im Höllenfeuer. Sag mal, warum sind denn der, jetzt schenke ich dir extra die Überwachungsbausteine. Ich tue dir extra die Überwachungsbausteine. Wir müssen einmal wechseln hier, so, da ist das Licht besser. Warum sind dann diese Überwachungsbausteine in der Maule nicht drin? Welche Überwachungsbausteine? Die ich dir geschenkt habe. Weil ich die heute vergessen habe, ganz ehrlich gesagt. Vor dem nächsten Flug einmal nachmessen, auch wenn ihr doppelte Akkus neu habt. Das ist schlimm. Brauche ich bloß auf die Zündungsakkus? 2023, Frank und 2023 und Empfängerakkus. Nein, war 24 schon. Echt? Ja. Das war egal, innerhalb von 365 Tagen war das auf jeden Fall. Aber diese Überwachungsbausteine sind Gold wert. Ja, aber wenn die daheim liegen, bringen die überhaupt nichts. Aber nicht bei 2x2 S10.000. Auch die waren leer. Ja, aber nicht Lithium-Ionen. Wie lange bist du jetzt schon da? Seit heute Vormittag und hab immer noch 90%. Und seitdem ist das Ding an? Nein. Der ist landresistent. So ein schönes Flugzeug. Und welcher Bauteil, was nicht einmal 2,50 Euro beim Chinesen kostet. Schau dir den Weder an. Schau dir unseren Weder an. Das hat er rein ja, in meinen Koffer. Das. Ja, hat er doch den recht. Den Kuchen. Ja, der lässt den halben Kuchen dran. Siehst du den? Beschmutzt einmal das Objektiv schau, nicht. Schau. Ja, hat eine Nachstelleingrenze, das Objektiv. So, der Chef zündelt wieder. Das musst du nochmal sagen. Thomas, nein, du hast gesagt, ob ich es besonders vorgeflogen haben will. Ja, ja gerne. Also, ja, warte mal jetzt inoffiziell, nicht offiziell. Ihr hört jetzt da bloß Piepse. Müsst euch vorstellen, was ich da gesagt habe zum Thomas. Eieiei. Wunderschön trägt er den zum Stadtplatz. So, dass man da auch was das ist. Ein Funray von Multiplex. Nicht mit M-Link geflogen, oder doch? Was hat? Futaba. Elapur von Futaba gelenkt. Und das Ganze vom Thomas. Vom heutigen Flugmeister. Nee, was ist der? Flugleiter. Flugleiter, genau. Also wir spenden den Flugleiter immer in den Keller. Hier darf er mitfliegen. Also dann, drei Flugleiter. Machen wir es, gehe hier die Flugruhe. Es geht los. Du pfeifst. Ich finde mal einen Fokusring, ne? Das gibt's ja nicht. Ach da, nicht Fokus. Ich flieg halt jetzt da ein paar Mal ein wenig näher vorbei und so. Ich mache nochmal einen Kreis oder zwei, dreimal. Einspielen. Da fahren wir nicht rum, wenn du zu viele Kreise machst. Muss man aus dem Kreis jetzt dann an uns tief vorbeifliegen? Das wäre wahrscheinlich eine geile Aufnahme. So, auch da merkt man den Sahara-Staub heute noch.
Ja. Das war nix. Fliege wieder nach links. Und wenn er dann 30 Meter an uns vorbei ist, dann ziehe ich hoch zum Turn. Jetzt haben wir keinen Kontrast gehabt. Ne? Macht ihr ein Filmchen oder einzelne Bilder? Na, du kannst auch schneller, gerne. Fliege mal vorbei und auf unserer Höhe, ja, Rolle. Ein Landeanflug von einem Fanray. Mal schauen, ob es Mittwoch wird oder ob es du Montag schaffst. Ja. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ich habe Donnerstag gesehen. So, vom Thomas, also von dem Fanray-Piloten da jetzt gerade. Vom Flugleiter, der wird überfallen. Da kommen die Ameisen. Und ändern das Fliegerkiste. Was hast du denn da Leckeres drin? Der Lipo kannst du nicht sein, oder? Aber da unten hast du irgendwie Tabakdösler drin. Die holen das für sich in den Bauern, dann rauchen die das. Glaubst du mir? Dösler Bratwurst kriegt. So, und da sind wir schon wieder beim Nachteil von dem Objektiv. Die Naheinstellgrenze ist da nicht so groß. Da bräuchte man schon wieder fast einen Makroring. Wobei es geht. 30 cm müssen schon gehen. Also kannst du deine Tasche wieder befreien. Alles für die Aufnahme. Der Wahnsinn. Das wird heute wieder viel Ausschuss. Ja.
Ja, wenn du landen musst, musst du natürlich landen. Kameramann sagt nein. Ich glaube, das war nur Montag. Von der nächsten Woche. Trotzdem geiles Teil. Kleine in die Hose schneller. Bisschen mehr als Halbgas, also. Halbgas. Ja. Und die Landung, die war ein wenig zu schnell oder zu langsam? Die war zu schnell angesetzt und da ist der Platz knapp geworden. Eigentlich müsste man durchstarten. Ja, wollt's halt nicht, ne? Wolltest heim? Komplett runtergefahren. Aber es gibt ja eine schöne Landung. Aber das war nur Montag, ne? War Montagslandung. Aber die nächste Woche dann schon. Die erste Landung war ja schöner. Alter, ist das ein Gans oder ist das ein Fliecher? Oder ein ganzer Fliecher? Wie ein Kanada-Gans. Ja. Das ist schlimm. Schämst du dich gar nicht? Ey, Alter. Dreht man das Winglet ab. Der hält ja nämlich auch die Augen beim Fliegen zu. Das hat er bei mir schon gemacht. Zieht man das Cabby auf, sehe ich nichts mehr. Das finde ich gut, dass du auch eine Unwucht hast. Das finde ich gut. Das Stück ist aus Aluminium und wenn du ein bisschen eine härtere Landung hast, dann verbiegt sich das. So, jetzt ist die Kamera an, jetzt fliegst du wieder weg. Thank you.
Ist überhaupt ein Wunder, dass du da bist. Das hat nichts mit euch zu tun. Ich habe nur Nachtschicht. Alter, der Film. Der Film meine Eingeweide. Sag mal, braucht man. Warum brauchst denn du? Mach das nicht. Wahrscheinlich stimmt die EWD bei dir nicht. Ja. Stimmt die EWD nicht oder stimmt? Warum braucht man so eine Potenzverlängerung? Stimmt. Nein, Alter, aber die haben da hinten eine Verknotung. Soll ich jetzt aufmachen? Soll ich ihn rausholen? Na, was willst denn du? Ich will doch was ganz was anderes filmen. Schau, das da. Schau, der hat seinen Schlüssel für den Flieger am Sack. Hey, ja klar, ey. Jetzt ist er an. Betriebsbereit. Jetzt zum Schluss. Aber der Nico hat da und ich, wir haben jetzt gemeint, jetzt legen wir trotzdem noch mal uns um. Ja. So, oder? Ist das ein U-Boot? Es wird noch gerätselt, auf welcher Seite Höhe und wo Querruder ist. Das wird jedes Mal neu festgelegt hier. Und alternativ U-Boot-Sound. Ich habe keine Ahnung, was sie da machen. Ihr wisst, wie das geht? Was? Keine Ahnung. Neue Ladegeräte, das werden wir auch noch mal probieren. Ciao! Ciao! Das werden wir auch noch mal schauen. Abbruch, Sender-Akku leer. Der Akku für die Zündung ist wahrscheinlich noch leerer. Wenn jetzt sogar Schüler. Hab das auch gelassen, dann geht es kein Gegenwind. Oh! Tausend Methoden, seinen Flieger zu schrotten. Nummer 1. Guten Schubs. Tom? Ja. Start? Ja. Ja, top. Sehr schön. Sehr schön. Macht man das ja so, man startet erst den F-Schleppviecher im Hintergrund unscharf und dann macht man Handstart. Ja, wenn das jetzt ein Akku leer ist oder nahezu leer, dann sollte man mal aufhören. Ja, ich denke ja auch mal, dass der andere Akku da drinnen auch schon am Ende sein wird. Nein. Nein. Messen wir, wie viel wird man, dass der auf 3,9 Volt die Zelle schon drunten ist? Bei eurem Langflugverhalten. Da brauchen wir nicht wetten. Nico! Nein. Also ich bin jetzt noch an. Zu nah. Ein bisschen weiter hinten. Neutralstellung. Das ist Neutralstellung. Ja. Schalt mal den Motor auf ein und geh mal hoch. Also die quatschen über die Diana, nicht über den Funray hier. Ja. Fängt sich nicht mehr großartig an. Ach, das ist schön, kann ich nicht auch. Ja, dann kannst du wenigstens Diana fliegen, wenn du schon nicht mehr so fliegen kannst. Ja. Das kotzt mich jetzt gerade echt an. Ja, leicht abfangen. Die blinkende Diana. Sind das die Edelsteine von der Diana? Ich habe einen Witz, Martin. Erzähl. Also pass auf. Was haben Serena Williams und Prinzessin Diana gemeinsam? Weiß nicht.
den Aufschlag bei 180 km/h. Aber voll im Tunnel, oder? Ist ein bisschen düster. Muss ich das jetzt unter Verschwörungstheorien oder Anschlag-Thematisierung dann brandmarken, wenn ich das hochladen sollte, das Video? Terroristische Aktivitäten. Ich glaube schon. Ich glaube, ich hole jetzt mal mein Stativ raus. Ich fliege immer so weit weg. Kommt schon wieder. Ohne Vorankündigung. Oder einfach loslassen. Ja, dann haben wir sie. Frank, warum fliegt ein Indianer viel schöner, wenn der Nico das Steuer hat? Weil wir es jetzt gerade mal mit der EWD ausgestellt haben, eingestellt haben. Ach so. So, hier sehen Sie jetzt dann gleich den Grund, warum die Diana wieder schlechter fliegt. Die haben den Sender gewechselt. Nein, so. Den Sender, ja, den Piloten. Der Sender hat sich gewechselt. Ach mein. Ja, jetzt geht sie so, wie sie will. Nico, jetzt passt das. Warum kommen die genau auf mich zu? Weil ich dich abschieß. Na, vor lauter Panik verzoome ich mich schon wieder. Das gibt's doch nicht. Die Bäume, also die Bäume, die kann die Butzelkühe und den Aufschrift von CRG sehen. Beides auf derselben Fokusebene. Da war ja der Baum. Aber das macht doch gar nichts. Ich film doch. Mach. Du weißt jetzt, wie man sie wieder zusammenklebt, oder? Ja. Immer schön an Schatten, ein Stück Himmel zwischen Flugzeug und Bäume lassen. Kann nichts passieren. Ey, steht der im Weg? Das gibt's doch nicht. Oder der Kameramann ist falsch positioniert. Der Kameramann steht nie verkehrt. Das kannst du gar nicht. Das ist ein No-Go. Also, eine infame Behauptung. Martin, ich muss echt sagen, du siehst mit der Kamera äußerst professionell aus. Echt? Ja. Er tut nur. Das will ich gar nicht. So, schau, wenn ich jetzt mit dem Fuß rumstreite, dann flippt der Flieger immer vom Quer auf hoch und wieder rüber und über. Und da ist die ganze Professionalität schon wieder im Arsch. Jetzt haben wir sie da, wo wir schauen. Kann er mit dem Rad unterlegen? Nein. Nein? Okay. Ich würde sie so lassen, Nico. Ja. Wenn sie dir so taugt, das könnte ich schon nicht mehr. Hast du selber schon geworfen? Nee. 187, irgendwas Meter. So nervenwitzig. Ja. Was sind das jetzt für Rentnerfliegen hier? Ja, der bewegt sich ja gar nicht mehr. Seitdem du den Sender hast. Du hast mich eingeladen. Nee, was ist denn jetzt mit dem Fokus? Die Kamera will schöne, tiefe Vorbeiflüge von dir nicht aufnehmen. Nicht, dass die mit ihrer Hebebühne auf 185 Meter hochkurbelt sind. Ist das so nah? Nicht. Noch lang nicht. Ja. Noch lang nicht. Ja.
Das ist wie bei uns auch immer, dass die behaupten, wir fliegen auf Windradhöhe. Komisch ist zwar, dass ein 1,20 Meter Flieger dann genauso groß ist wie die, was weiß ich, 30 Meter lange Kanzel von der Windmühle. Ja. Aber wir sind auf Höhe der Windmühle. Martin, ist alles relativ. Ja, das ist wie beim E.T., wo der... Du warst ja gelangweilt, oder? Vom Mond, ja. Vom Mond vorbei radelt. Der ist auch nicht am Mond hängen geblieben. Boah. Alter. Nochmal. Ich muss komplett zurückzoomen. Du müsstest ein paar Meter weiter weg. Weil ja, dieser Unterschied... War ich zu nah. Ja, das ist zu nah. Du musst, wenn gut, auf unserer Höhe... Auf unserer Höhe, wenn es auf der anderen Flugplatz, Landebahnseite vorbeidürst, das ist ideal. Weil sonst ist. Akku leer. Was? Da muss ich draufbleiben. Überflug. Und dann Landung. Was ist denn jetzt los hier? Scheiße. Du hast sie nicht. Ich sehe sie nicht. Der liegt auf die Bahn. Ja, jetzt hat. Nein. Das hat nicht geklappt. Das ist jetzt auch irgendwie grau in grau. Der Flieger hat dieselbe Farbe wie hinten. Da hat tatsächlich der Autofokus Probleme. Den Segler erkennt er sowieso schlecht als Flugzeug, habe ich festgestellt. Was sagt er sonst? Ein Segelflugzeug ist kein Flugzeug. Doch, jetzt schon. Jetzt noch einmal. Ich hab grad gesagt, ich finde schade, dass Martin nicht selber fliegt. Ja, ich bin nur zum Filmen da. Ich habe zwar ein Flugzeug dabei, aber du musst beides ich bin nur noch zum Filmen da. Flugzeuge, Menschen, komische Sonnenbrillen. Das ist eine schnelle Sonnenbrille. Ich einmal im Bild drin mit Kamera. Schnelle Sonnenbrille. Ach ja, stimmt. Ja. Jetzt fummelt der Mäsche wieder an die Klöten rum. Die habe ich nämlich nach hinten gespannt. So. Da hat er den Tank versteckt. Aber besonders groß ist er auch nicht. Wobei doch. Einer von drei. Was hat er? Hat er 750 oder? Ja, der dicke, der hat so einen knappen Liter. Doch. Vom Volumen her, ja. Und ja, Milch. Der Hauptdach ist hier. Mit 3 Liter. Ach, da ist noch einmal ein drin. Ja. Jetzt hat. Das ist der Haupttank mit 3 Liter. Also reine Flugzeit bei mittlerem Betrieb von der Leistung her 12 Minuten ohne Probleme. Und da ist der EDF. Das ist nämlich hier, schaut, hier ganz schwache EDF mit drei und mit einem Wechselstrommotor. Wechselstrommotor, ja. Ja, das ist 3 hier mit einem Montageband einfach wild befestigt. Maximale Leistung 3 Ampere bei maximalem Stromfluss. Schön. Alles noch drin, alles wieder da. Der Platz ist noch ein bisschen weich. Was hast denn du da vorne raushängen? Hat es irgendwie. Das ist ein Staudruckrohr. Ach so. Irgendwie habe ich das Loch vorne in den Panügel vergessen. Und das bei den Original-Chats natürlich auch so. Die haben vorne auch so ein Rohr. Ja. Pilotenvernichtungsmaschine. Der Airbag. Das ist eindeutig der Airbag. Ach so, der Winterstaub ist weg, sagt er. Das war ein Reinigungslauf. Wirklich? Komplette Staub ist weg. Dachbodenstaub.